Action beginnt. Also, wir sind gerade am Markieren der Leute. Ich denke, da sind noch viel, viel, viel mehr, aber ich bin zu niedrig. Und hier ist jetzt auch gerade nichts Hohes. Die stehen direkt beieinander, das ist ein bisschen blöd. Wer ist denn das? Ah, das ist der Merle, okay. Ich suche mir einen besseren Winkel. Wenn du jetzt jemanden umbringst, dann... Okay. Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Oh fuck, oh fuck. Oh Mann, das ist nice. Das war's. Da vorne kommt noch jemand. Dann holen wir uns noch kurz. Pass auf, das wird jetzt der. Das wird jetzt hier der Wurfarm des Grauens. Das, oh. Er schlägt hier ein Auto. Was ist ihm los? Oh, er ist schon tot, schade. Jetzt hätte ich ihn echt gerne von 8 Kilometer Entfernung einfach weggesnackt. Da liegen noch unsere Schläger rum. Moment, ich heb dich gleich auf. Du hängst übrigens im Gate drin. Komm schon, Widerstand. Was ist denn da oben? Ah, die Jägerin oder eine Jägerin. Das war heftig. Ein Jägerlein. Der Widerstand wird mich retten. Ich komme ja schon. Bitteschön. Komm, rette mich. Bitteschön. Hallo? Ich möchte nicht zu Edens Gate. Ich weiß gerade nicht genau, was ich jetzt mit ihm machen soll. Hank, ist Ducky hier? Vielleicht, muss ich ihn vielleicht von finden? Bin in Position. Oh. Sorry. War jetzt aber nicht meine Schuld. Es war schon so ein bisschen deine Schuld. Oh, was haben wir hier? Notiz des Managements an alle Mieter. Wir wissen, dass John sich in möglicherweise bedrohlicher Art und Weise an einige von euch gewandt hat, aber das ändert nichts daran, dass die Miete nach wie vor bezahlt werden muss. Es ist nicht das erste Mal, dass die Peggys uns bedroht haben. Bisher ist nichts Schlimmes passiert und es wird auch in Zukunft nichts passieren. Karen Penny. Komm. Ihr müsst euch verpissen, okay? Ihr müsst auf der Stelle abhauen. Habt ihr mich verstanden? Okay. Warum kann ich den Dummkopf jetzt nicht aufheben? Eben ging's. Schickt er seine Auserwählten in Fliegern los, um dich zu bestrafen. Oder habe ich ihn gerade eben angelabert? Ich hätte schwören, da stand eben eh. Ich bleib an dir dran. Verstanden. Geh mal da weg. Auf ob ich stehe hinter ihm. Was soll ich ihn was... So. Das ist scheiße. Ich weiß nicht, was ich. Ja, mach dein Ding jetzt. Geh dahin, wo du hin musst. Sehr schön. Jawohl. Merkt ihr was, wenn man jemanden retten will, dann müsst ihr manchmal einfach nur draufschlagen. Das geht dann schon. Marshall, freut sich. Ja, dann mach doch mal irgendwas. Was hab ich denn jetzt von dir, Merle? Du Affenkopf. Warte mal. Nee, nicht Shop-Produkte. Hier. Merle, wo bist du? Da unten war er doch. Ist er das? Herc. Ach, den kann man gar nicht haben, oder was? Ich raff's nicht. Ist das einfach jemand, den wir... Brauchen wir den? Merle, guck mal. Du willst wirklich... Er kann auch gar nicht sterben, ne? Das ist eine wichtige Person. Das macht mich echt fertig. Ja, da steht, du willst wirklich. Was ist denn da hinten? Da war ein Prepper-Versteck. Und ein Motto, Alter, ein Motto. Oh, das schwingt gar nicht. Sehr schlechtes Spiel. Sprich nicht fürs Spiel. Weed? Hallo? Unterwegs! Na, bist du ja! Hallo, Mister? Kann ich kurz mit Ihnen reden? Ja, ich will Geld haben. Jemand hat Sachen von Edens Gate gestohlen an dieser schäbigen Brücke. Die Sekte findet den Dieb nicht, aber ich wette, er versteckt sich vor ihrer Nase. Oh mein Gott, wie cool. Wie cool, wie cool, wie cool. Wir müssen das viel öfter machen mit dem Rumschlagen und sowas. Glaubt ihr, ich treffe ihn von hier? Wo rennt denn da jetzt hin? Warte mal, passt auf, ich treffe den von hier. Der ist jetzt gerade hinter der Mauer, das zählt natürlich nicht.
Achtung, guck, wie er an seiner Mauer steht. Ich weiß noch, das ist meine Mauer gewesen damals. Okay, gut. Jetzt ist aber wieder gut. Ja, ja, ich hab's gesehen. Irgendwie war ich das, glaube ich. Gut, wenn der nichts will, dann gehen wir... Ah, da hat er sich gerade einen gehobelt, kurz. So eine Sekunde. Dann gehen wir jetzt weiter. Und zwar gehen wir, da ist ein Versorgungsding der Sekte. Und das schnappen wir uns jetzt ganz kurz, um sowas zwischendrin zu machen, nachdem das hier in eine halbe Hauptmission war, die aber dann doch nicht ging. Bro, du brauchst ein eigenes Auto. Oh Gott. Du bist so ein Fischgesicht, der ist so bescheuert, der Kerl. Was für ein Dummkopf. Was? Warum? Was ist denn jetzt mit der? Aber selbst das kriegt man heutzutage. Ja, ja, hopp, jetzt steig ein. Ich will jetzt dieses eine Ding noch kaputt machen, das ich markiert habe. Hopp! Ist das Ding jetzt weg? Ist das nicht für immer markiert? Nee, ist es nicht. Scheißdreck, was ist denn das hier? Ah, ein Pickup. Da, ein Silo machen wir noch schnell down. Dann geht's weiter. Vorsicht, Madame. Heide, nein, ich hab doch eindeutig Vorfahrt. Links vor rechts, weiß doch jeder. Ach gut, ach gut. Und, achso, halt gut ist er. Tja, boah, ist kein Penis. What? Raketenwerfer, boy. Habe ich schon wieder die Fahrhilfe an? Tschüss, wir fahren dann mal. Ich glaube, das war falsch. Ne, es war richtig. Tschüss. Okay, gut. Und jetzt geht's aber weiter mit den Missionen. Beziehungsweise, ist hier was in der Nähe? Den Merl müssen wir vielleicht noch irgendwie freischalten. Auf irgendeine Art und Weise. Das sind einfach Leute, die da halt rumstehen. Naja, wir gehen auf Missionen und gucken uns dann dort mal um. Mission. So, hier. Aufrüsten. Wo müssen wir da hin? Da oben hin. Dann reisen wir da mal ich wollte eigentlich weniger oder nicht so oft schnell reisen. Und die Fahrten sind ja doch recht cool, wenn man unterwegs ständig was findet. Naja, egal. Das war jetzt doch auch ein recht großes Stück. Mit dem Helikopter wäre was anderes gewesen, aber naja. Oh yeah. Okay, weiter geht's. Weil das ist das Versteck, das wir eben... Das war das... Oh Gott, da sind wir doch ein ganz weites Stück gefahren vorhin eigentlich. Ja, da hätten wir auch fahren... egal. Andrew, weißt du was? Andrew, mach einfach deinen Kack alleine. Ich fahr jetzt... Nee, ich fahr nicht durch den Wald, aber... Mach deinen Kack einfach alleine, Andrew. Er ist mir zu langsam. Komm, ich gleich... Steig gleich ein, aber ich brauche noch kurz einen Tag. Das ist irgendwie falsch. So. Ein Toyota, ayo. Jetzt driven da geschwind hin und reden dann mit dem... Ah, das ist diese Quest, okay. Wir reden mit denen, glaube ich, nur eben über den Fortschritt, den wir bereits hatten, weil wir... Ja, wir mussten irgendeine Mission machen für ihn, jetzt ist er zurück. Also sicherlich Tatbestand berichten. Go, go, go. Wenn ich jetzt diesen Ding anmache, diese Fahrhilfe, wie schnell fährt man denn da? Oh mein Gott, ich drück grad nichts, ne? Das wäre die Geschwindigkeit. Was zum Teufel? Also lang kann doch keiner warten. Mann, Mann, Mann. Fahr ich selbst weiter. Das passt schon. Oh, davon ist was gefahren. Da war das was anderes. Ne, da ist nichts gefahren. Ich dachte kurz, da wäre irgendwie Smoke in einem Auto. So ein bisschen so aufgewedelter Staub. Den kürzen Brutalstab. Mhm. Ich bin halt früher schon einige Rennspiele gefahren. Ja, du solltest vielleicht mal den anderen Kontinent suchen, und zwar den, auf dem ich bin, du Dödel. Er ist einfach woanders. Er ist hinter uns auf einmal. Moment, hier ist ja der Eingang, oder? Achtung! Andrew. Er lebt noch? Andrew, du bist sehr stabil. Wo geht's hier nochmal rein? Ist das direkt die Markierung, bei der es reingeht? Okay. Geh da lang. Tschüss, Andrew. Andrew Pupu, wo bist du?
Da unten irgendwo. Direkt hinter mir. Krabbelt der hinter mir hoch? Unter mir? Kann sein. So, dann gehen wir hier runter. Ja, da sind wir richtig. Da ist auch schon unser Heli. Sehr schön. Von hier aus kann man dann chilliger losfliegen. Wow. Sehr gut. Wenn ich jetzt hier gestorben wäre, hätte ich schon ganz leicht gelacht, nehme ich an. Hallo, ich nehme auch meine Hand in die Hand. Gut gemacht, Deputy. Ja. Verdammt. Gut, dass wir das Zeug jetzt nutzen können und es nicht in irgendeinem Bunker Staub fängt. Das hilft wirklich sehr. Kaum zu glauben, dass du die Typen erwischt hast. Ich war mir sicher, dass sie entwischen. Hm. Hätten wir ein paar mehr Leute wie dich hier, dann hätte Eden's Gate schon längst aufgegeben. Danke, Deputy. Pitschen. Hier. Abgeschlossen. Schöne Schallplatten hast du da. In deiner eigenen Sammlung oder die, die ich dir mitgebracht habe, du Vogel? Ich will diesen Piratensender ans Land. Oh fuck! Ich rücke vor! Was? Das ist doch jetzt auch wieder ein Fail, oder? Das ist doch jetzt einfach ein Riesenfail. Im Spiel, oder? Hier ist doch jetzt nicht echt irgendwo jemand, der da rumsteht. Er will mir gerade die Mission erklären, dann ist jemand 800 Meilen entfernt. Das ist doch der größte Scherz. Also das ist schon wirklich sehr... Also das Spiel ist ultra geil. Das macht auch... Das zieht mir auf keinen Fall irgendwie Spaß oder sowas. Aber es ist schon echt merkwürdig. Da vorne ist auch noch ein Feind, da gehe ich auch direkt hin, bevor der uns noch abfuckt. Das war ziemlich knapp. Ich sehe keinen Feind, gut. Ha. Naja, okay. So weit, so gut. Nehmen wir die Hand in die Hand, damit sind wir bestimmt schneller. Go, go, go. Achso, halt, wir haben doch... Boom. Yes! Okay, war vielleicht etwas unnötig, das jetzt zu drücken, aber ich habe es trotzdem gemacht, das ist egal. Und runter mit uns. Das, selbst das geht schneller. Oh mein Gott, alles geht viel schneller. Jetzt vielleicht labert er auch schneller. Los. Anscheinend fährt Jacob seine Rekrutierungsbemühungen hoch. Er lässt dieser verdammten Jäger die Leute auslocken, um sie dann Gott weiß wohin zu schleifen. Okay. Ich muss weiter. Hallo, Monsieur. Hey, wir müssen reden. Okay. Lass mich kurz. Die Sache ist die. Ich will diesen Piratensender ans Laufen kriegen. Um die Moral der Truppe aufzubauen. Leute auf unsere Seite zu ziehen, du weißt schon. Und bevor dir irgendeiner irgendeinen Scheiß erzählt, ja, ich stehe auf Vinyl. Aber nenn mich bloß nicht Hipster. Mich erwischt keiner mit einem Man-Bun in einer Smoothie-Bar. Unser Signal kommt nicht durch, aber Tammy arbeitet dran. Und ich dachte mir, bis dahin stelle ich schon mal eine Playlist zusammen. Okay. Ich habe ein paar alte Platten von Eli, aber ich könnte noch mehr gebrauchen. Falls du also über Vinyl-Alben stolperst, dann bring sie zu mir. Sobald Tammy das Signal entstört hat, sendet DJ Wheaty rund um die Uhr. Wheaty. Du bist bereit dafür. Tja, wir haben zufällig schon 800.000 Platten gefunden. Nebenmission. Nö. Aber jetzt ganz lecker eine Hauptmission. Bringe die Schallplatten ab, wir haben sie schon. Ja klar, wir haben ganz viele gefunden. Diese Schätzchen gehen sofort auf Sendung. Wenn du noch mehr findest, kommen die auch auf die Playlist. Was gab's dafür jetzt? Ah, wir müssen noch welche finden. Egal. Wir machen unsere Hauptmission weiter, eine der Hauptmissionen, und zwar... Virgil möchte, dass du die Bliss-Produktion der Sekte störst. Zerstöre alle Boote und Trucks mit den... Okay. Bin ich am Start? Mach ich mit? Wir holen unseren Heli und dann geht's los. Wir sollten übrigens noch auf einen etwas anderen Heli sparen. Ihr habt mir geschrieben, ich glaube heute im Stream, dass ich hätte etwas mehr ausgeben sollen, weil dann hätten wir einen gehabt, der schießen kann. Jetzt haben wir halt einen, der nicht schießen kann, aber da ist schon einer, der ballern kann. Boah, der sieht ja ultra krass aus. Den nehmen wir einfach. Den holen wir uns jetzt auch noch, weil wir reiche Scheiche sind, oder? Glaubt ihr das? Oder ist das Quatsch? Nee, wir brauchen auch einen Heli, der schießen kann. Wir brauchen das einfach zwingend. Das ist wichtig. So, ja. Ja, so kann man sich selbst einreden, dass man was wirklich braucht. Nein. Im Besitz. Aber der ist krasser, ne? Oh mein Gott, der ist viel krasser. Guck mal, was der für dick Wumm dran hat. Sorry, ist egal, Leute. Ist wichtig. Das genau wollte ich so haben.
Das war auf keinen Fall ein Versehen. Der hat halt noch Raketen. Das ist ganz wichtig, logisch. Raketenabfeuer mit F. Du fährst. Okay, gut. Wo ist unser Ziel? Haben wir keine festen Ziele oder was? Damit? Mit bei der Mission? Weil wir einfach Leute killen müssen, die Bliss rumfahren? Falls ja, will ich es gar nicht so zwingend machen, dann die Mission, weil ich habe jetzt keinen Bock, lange rumzusuchen. Ich will jetzt schon dann direkt. Das ist Action. Wade aus dem Fangzentrum. Die Peggys haben alle Tiere mitgenommen, aber ich glaube, Cheeseburger läuft noch frei rum. Da gehen wir hin. Das machen wir dann lieber doch. So, Cheeseburger, da kommt. Da drüben ist er, der Cheeseburger. Ja. Was geht da ab? Die Schwachen sehen sich immer als Helden. Egal wofür sie kämpfen. Aha. Sie halten sich für Krieger. Aber das sind sie nicht. Ich hoffe, das sind keine Zivilisten. Diese Whitetail-Elite, das sind keine Soldaten. Boah, das hat sich so gelohnt, das Ding zu holen. Das hat sich so brutal gelohnt. Wir fliegen einfach jetzt in Bodennähe. Da sehen wir ja, wenn da irgendwelche Autos irgendwas transportieren, die klatschen wir einfach sofort ab. Bumm. Weg ist er. Glaube ich. Weiß ich nicht. Eher nicht. Ist das auch ein Bösewicht-Boot? Boah. Der ist ja ultra overpowered. Ach du Kacke. Heilige Scheiße. Heilige Scheiße, geht das ab? Ich treffe nicht, ich treffe nicht, ich treffe nicht. Ich kann darüber, darüber. Also. Und runter, runter. Yay. Weiter geht's. Es ist cool, die Welt ist so riesig. Warte, so. Ne, halt, mit Rechtsstick, ne? Ja. Scheiß die Wand an, sagt. Er zückt seine Waffe, als wenn er von hier oben jetzt irgendwas machen könnte. Dann ist einfach. Wir könnten jetzt auch so einen gesamten Außenposten komplett überfallen. Was machen wir nicht? Zerstöre die Drogenboote von Eden's Gate, zerstöre die Drogentrucks. Haben wir erst einen einzigen Truck zerstört? Oh, war das hier nicht, wo wir die Dinge gejagt haben? Die Elche? Ich glaube schon. Ja, das war hier. Wie cool das von oben aussieht, ultra winzig. Das ist doch hoffentlich so ein Drogenboot. Nicht so aus. Da stehen sie schon wieder. Bye bye. Schön dick auf die Nase bekommen, Jungs. Es ist schon echt geil. Aber ist es. Sag mal. Also. Ist aber jetzt auch nichts, was uns hilft. Ich gehe Richtung Ziel. Scheiße auf diese Drogenboote und Trucks. Ich denke, das ist eine Mission, die wir so oder so die ganze Zeit machen, oder? Hilft Tammy dabei, Jackers Kommunikation zu stören. Das ist dann was, was wir dann auch gleich machen können, aber. Ein erster. Das ist doch bestimmt so ein Truck. Drogentruck, Drogentruck. Immer noch 1 von 5. Das ist jetzt nicht wirklich mehr geworden. Okay, jetzt kommt die Frage: Reißen wir das. Oh, auf den Schienen. Glaubt ihr, hier fährt ein Zug? Bestimmt nicht. Fuck. Das war irgendwie nicht so stark, ne? Das war eher schwach. Oh nein! Ihr macht echt... Alles klar. Alles klar, ich verstehe schon. Bye bye, Jungs. Ihr könnt schon mal Winke Winke machen. Papi, Winke Winke! Oh Gott, kommt ein Zug angefahren? Da kommt doch kein Zug von rechts, oder? Nee, oh, ich hab so Schiss bekommen. It's your boy, Skinny Penis. Hehehe.
Es ist so krass. Da ist noch jemand da oben. Bye bye. Da unten sind welche. Oh, ist es der Bär? Wow. Tschüss. 1500 um die Munition. Ah, das ist ein Scharfschütze. Da oben drauf. Weg ist er. Da ist auch noch einer rum. Komm her. Ist er weg? Er lebt immer noch. Komm her. Ah! Achtung, Vorsicht, Monsieur. Ich kann das Ding auffüllen, aber ich mach's jetzt nicht. Kann ich jetzt überhaupt nicht schießen, oder was? Munition? Doch, jetzt wieder. Hatte nur einen Cooldown. So, lebt hier noch jemand? Der da? Locker flockig. Da noch jemand? Au. Du? Warst du es etwa schon? Ich lande mal da oben drauf. Oh, der labert die ganze Zeit. Ja, komm, wir machen mal die Teile hier aus. Achso, die sind ja eh schon genutzt worden. Oh, wo hätte man da schon wieder lang... Oh, da hat mich eben noch einer entdecken wollen. Das heißt, hier ist wohl noch irgendwo einer. Da weiß ich nicht, wo. Aha. Da rechts läuft einer, da links läuft einer, aber hier ist keiner mehr. Die Mucke. Hey, dude. What's the matter? Aha. Sehr schön. Und ein Zettelchen. Fütterungszeiten. Mir völlig egal. Ich wurde unter Vortäuschung falscher Tatsachen hergelacht und mit Lügen über Joseph Seed und seine Familie gefüttert. Das würde ich gerne mal ausschalten, die Kacke hier. Ich wollte euch nur Bescheid sagen, dass ein Judges auf dem Weg zu euch ist. Ziemlich guter Abend. Doch nun nach der Raketenwerfer. Holy shit. So, wo sind jetzt noch Gegner? Da drüben waren noch welche. Ich suche mir einen besseren Winkel. Ja, such dir mal einen besseren Winkel. Sehr gut, da ist ein Safe. Wir haben noch ganz viel Cash. Wir können den Schweißbrenner nutzen, um das hier zu öffnen. Wir sind in der Nähe. Befreie den Sektenaußenposten. Ja, das eigentlich sind wir hier schon voll dabei, ja nicht? Oh Gott, das nervt so dieses durchgehende Glauben. Mein Name ist Dummkopf. Sind wir hier jetzt durch, Heidenei? Hallo? Oh. Das war der letzte! Der einfach hier rumstand, ich habe ihn abgefackelt. The Vieh. Genau, mach das mal sauber. Das geht doch nicht hier. Oh, mach ein Foto von mir, Andrew, schnell! Andrew, wo bist du? Nein! Nein, nein. Geh weg. Gut gemacht. Jetzt kann die Sekte im Fangzentrum keine Judges mehr ausbilden. Wo ist denn dieser Hund? Der Bär. Die Brüder werden sich freuen, das Grundstück zurückzukriegen. Könnte sich lohnen, mal rumzufragen, wohin dieser Bär Cheeseburger abgehauen ist. Ah. Angeblich ist er ein guter Sektenjäger. Ja, sehr gut. Da sind Peggys zu Elliots Haus unterwegs. Wir müssen hin, bevor es zu spät ist. Was ist was? Okay. Und wo, hä? Was geht hier ab? Was ist denn hier? Bing! Ich muss meinem Schutzengel danken. Mach das doch mal. Dank mal deinem Schutzengel. Ich raff es gerade nicht. Ich soll hier mit irgendwelchen Leuten sprechen, aber hier ist jetzt ja niemand mehr. Einfach mit random Leuten, die hier rumstehen in diesem... So. Ich bin wirklich froh, dass die Sekte hier nicht mehr ihre Wölfe abrichten kann. Die haben die Wölfe sogar runter zum alten Sägewerk geschickt, aha, um die Gefangenen in Schach zu halten. Wir hatten einen Bären, der Cheeseburger hieß. Er war eine kleine Berühmtheit. Was ist denn er das? Er hatte eine Schwäche für Chance Imbiss. Aber er hat Diabetes bekommen und wir mussten ihn auf eine Lachsdiät setzen. Jedenfalls wollte die Sekte ihn mitnehmen, also habe ich ihn freigelassen. Angeblich richtet er ganz schön Chaos an. Ja. Jemand sollte nach ihm suchen und gucken, ob es ihm gut geht.
Aber nimm auf jeden Fall ein paar Lachse aus dem Teich mit. Wenn du Cheeseburger mit dem Lachs fütterst, wird er zutraulicher. Okay. Was machst du hier mit nichts in der Hand? Ja, das möchte ich jetzt verfolgen, bitte. Der Bär da oben macht die Geräusche. Wie kann man das einem Wolf antun? Wir gehen mal einfach geschwind zu unserem Heli. Helikopter? Hey, wer hat unseren Heli gerippt? Hey, unser Heli ist weg. Was ist da noch drin? Da ist ja irgendwas drin. Komm. Oh, kannst du nicht durch das verkackte Fenster rein? Heide, nein. Nein. Nicht blocken. Ach, Arcade. Da leckt's mir doch am Ärmel, Mensch, ey. Wir laufen hin, sind nur 500 Meter. Wir sind ja ultra fast. Aber halt Lachs. Lachse. Guten Tag, Sir. Erreiche die Angelstelle. Ah, wir müssen erstmal angeln. Gut. Ja, guten Tag, Sir, sagt er. Warum denn auf einmal so förmlich, Andrew? Ich mache noch den Wegpunkt weg, so was stört mich immer wieder. Aufs Neue. Die Geräusche. What the fuck, ey. Cheeseburger! Oh, apropos Cheeseburger, ich hab so Hunger. Wahrscheinlich gehen wir morgen zum Maccas. Irgendwie hat da wohl gerade der... Wir müssen dafür sorgen, dass ihre Hoffnung nicht stirbt. Der Wuppa hat wohl gerade Jubiläum, ist irgendwie ein Jahr alt geworden. 50 Jahre alt. Und jetzt gibt's nicht Wuppa. Gott, was laber ich hier, sorry. Der irgend so ein Teil von McDonald's halt, so ein Burger, ist jetzt 50 Jahre alt und kostet 1,99 Euro. Hamburger Real TS? Nein. Der Big Mac. Der Big Mac heißt er, genau. Wo komme ich eigentlich überall vorbei, verdammt nochmal? Feindgesichtet. Ja. Ist echt schlimm. Da unten sind wir gleich bei der Angelstelle. Haben wir das hier schon freigeschisselt? Kann das sein? Apropos, wir haben Annäherungsmine. Fällt mir gerade wieder auf. Die müssen wir mal nehmen, die Teile. Wisst ihr, wenn wir irgendwo sneaky-beaky lang gehen, dann legen wir die dahin oder hinter uns, wo dann... hoffentlich niemand kommt und falls dann doch jemand kommt, wird er weggesprengt. Das ist so eins von den Booten, die wir killen, sprengen müssen. Mist. Mistiger Mist. Könnt ihr vielleicht wieder zurückkommen? Sieht so aus, sieht so aus. Kommt her. Gehen die gerade an Land? Ich glaube, die sind stehen geblieben, ne? Ja. Ich will jetzt noch kurz killen und gucken, ob wir dann ein Ding haben. Ein Fortschritt in der Mission, diese Teile zu zerstören. Ich suche mir einen besseren Winkel. Wo? Wo ist jetzt hier noch jemand? Ist es diese Truller, die uns andauernd erscheint und die uns halt dann manchmal sieht, obwohl sie gar nicht da ist? Was ist mit dem Überboot los, bitteschön? Ich schmeiß einen Sprengsatz dran und es ist alive. Kackding. Ja. Hallo. Oh Gott. Oh Gott. Schnell. Ja, ein weiterer Treffer. Du solltest... Oh Gott, Leute. Was macht ihr denn? Wo ist der? Wo ist der? Mit dem Atombombenwerfer, mit dem Raketenwerfer. Ist das drin jetzt gut, oder? Ich raff's nicht. Was ist denn das jetzt? Was ist denn hier? Was geht denn hier? Was geht hier vor? Warum sind hier jetzt auf einmal irgendwelche Leute? Okay. Auf dem alten Lansdowne-Flugplatz soll ein Flugzeug stehen. Aber die Peggys patrouillieren da Tag und Nacht. Was meinst du? Sollen wir uns das mal ansehen? Kann man mal machen, ja. Kann man sich gerne mal ansehen. Aber jetzt nicht. Ich bin nämlich gerade an der Mission dran. Da drüben sind sie. Mal sehen sie einen überhaupt nicht und dann sehen sie einen wieder voll gut. Ich komme halt aus denen. Ich schlau aus den Gegnern. Wir gehen jetzt hier hin und fischen hier mal den Lachs, den wir holen müssen. Wir gehen darüber. Auch wenn es vielleicht unnötig ist. Wir können auch von der anderen Seite angeln, aber egal. So. Jetzt angeln wir mal rund. Er beschützt uns ein bisschen. Andrew verscheucht die Fische, auch gut. Wie ging das nochmal? Guck mal. Ich glaube so. Boah, ist krass, oder? Die Physik. Die Wasserphysik, wie das aussieht. Oh, super ist das. Das ist ein super Spiel, doch. Ach gut.
Das ist ein super Ding. Ach, Mensch, hey. Hey, Kollege. Komm mal her. Macht schon. Na, komm. Los, ihr Biester. Ja, wo sind denn die Biester? Da ist einer. Komm schon. Komm schon, Lex Lang. Ja. Okay. Ah, oh, oh. Oh, ist er droht, ist er droht. Oh, shit. Ich wusste nicht, wo er hingeht. Ich konnte es nicht gescheit sehen wegen dem blöden Boot. Komm. Ja, da ist er noch. Nicht weggehen. Geht dran. Ja. So. Ja, komm her. Gegen. Wow, da springt er. Komm schon, das ist ein schöner Lachs. Das ist ein schöner Lachs, komm. Ja. Na also, wow. Und was für ein Prachtkerl. Oh, lecker schmecker du. Wer läuft denn da oben? Ein Mills. Oh, was ist denn davon los? Ah, naja, egal. Hat mit uns nichts zu tun. Das ist, glaube ich, ein Gegner, wenn er auf dem Boden liegt. Wenn er so diese Rote. Dann gehen wir da mal hin und geben ihm halt so ein Stück Lachs. Dann haben wir ihn auch noch befreit. Komm, dann haben wir letzte Folge den Hund geholt und diese Folge den Bären. Dann haben wir einfach schon alles am Start. Sehr schön. Ah, da ist er. Da ist er. Da, da, lecker, da. So ein richtiges Flugzeug. Also so eins mit Rädern haben wir auch noch nicht. Da könnt ihr mal kurz reinspitzeln. Was es so kostet. Und was ist das hier? Handschriftliche Notiz. Um Himmels Willen. Russ, du hast schon wieder den Generator kaputt gemacht. Wie soll ich jetzt das Tor öffnen und das Flugzeug rausholen? Ich gehe und hole Shep, damit er ihn repariert. Und ich schwöre bei Gott, wenn du wieder das Oberlicht offen gelassen hast, wirst du gefeuert. Ja, erklärt das nicht schon automatisch, wie man da hineinkommt, ihr Vollidioten? Und zwar über das Oberlicht. Man muss nur irgendwie da hoch. Der verfault, was da oben auf dem Dach. Neulich sah ich einen von diesen Adlern auf dem Funkturm in der Nähe sitzen und er hatte irgendwas zwischen den Klauen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er zu uns rüber gesegelt ist und seine arme Beute fallen gelassen hat und die backt jetzt in der Sonne vor sich hin. Du musst einen Weg da hochfinden und das wegräumen, Ben. Ben, hast du schon einen Weg da hochgefunden? Oder geht's um unseren Turm? Hallo? Also können wir jetzt überhaupt keine Sachen rufen? Ah jo, wir müssen da rein. Ja gut, ist ja gar nicht so schwer, da müssen wir nur mit dem Heli drauf landen. Das müssen wir uns halt merken, dass wir dieses Teil auf der Map hier über dem Zentrum, dass wir das anfliegen mit dem Heli und dann von oben durchs Oberlicht reingehen. Obwohl, guck mal, das Oberlicht ist off. Ne, das ist kein Oberlicht, das ist einfach nur so, okay. Wir machen uns jetzt noch an den Bären und dann ist Ruhe. Ich muss dann endlich ins Bett gehen. Sonst kriege ich morgen nichts okay, gebacken. Los. Okay, los. Fahrhilfe an, lächerlich. Fahrhilfe aus, Scheißdreck. Also sowas ist zwar ganz... Sowas ist schon nicht schlecht. Kann ich mir gut vorstellen, wenn man das halt nicht gerade für YouTube macht, einfach privat rumspielt und ewig weit fahren muss, dann stellt man das Ziel ein, holt sich was zu essen und das Ding fährt dann schon mal ein bisschen alleine rum. Hallo Leute. Mal kurz ein bisschen abgefuckt, ist wieder weitergefahren. Okay, hier lang fahren wir. Das war nice. Komm, nein. Wir bleiben hier lang. Die Autos lassen sich echt cool fahren. Es macht richtig Spaß, mit denen zu fahren. Oh. Eiliger! Guter Schuss! Müssen wir die jetzt zerstören, oder? Wartet mal, ich hole hier eine normale Granate. Schön. Pass auf! Dabei. Erzähl nicht. So, jetzt ist er aber weg, oder? Was sind denn das für Granaten? Kann es froh sein, dass ich so viel aushalte, dass das. Jetzt sind sie vor uns. Ein guter Plan. Schnell weg hier. Dann müssen wir darüber? Sieht so aus, ne? Gottes Willen, schnell weg. Ist Andrew noch da? Andrew ist nicht mehr da. Da kommt jemand von unseren coolen Leuten. Ja, ich wette. Oh Gott, Andrew, die natzen mich hier auch. Die natzen mich nur nicht. Warte, Andrew. Okay, schnell. Und dann aber weg. Au.
Der hat so ein fettes MG da hinten drauf. Das ist zu krass. Warte kurz, Andrew. Sie haben mich erwischt. Ach, leck mich. Okay, ich verpiss mich hier. So, ich muss wegfahren. Ich will nicht drauf gehen. Ich glaube, wir müssen Andrew einfach mal eine Runde liegen lassen. Und das muss ich... Da muss ich ein bisschen abregen. So, der Andrew. Irgendwann ist auch gut. Ja. Die haben mich nicht bemerkt. Die sehen da voll das Auto reinpreschen, denken sich, was war denn das? Komisch, oder? Ja, voll merkwürdig, gell? Ja. Alles Fleisch geht unter, das auf Erden kriegt. Warum wärst du dich überhaupt, hä? Keine Ahnung, wo ich noch suchen soll. Oh. Oh nein, wer war das? Wer hat denn... Sind die alle gestorben? Die waren alle auf einem Fleck, die drei. Die sind alle gestorben. Hahaha. Nur eine Annäherungsmine. Ich würde sagen, das hat sich gelohnt. Oh, ich dachte, da läuft jemand. Ja, können wir bauen, ja. Okay. Oh. Ich glaube, der hat euch. Habt ihr alle gefickt? Jemand da? Also gut, wir schicken Verstärkung, sobald wir können. Lass den verdammten Bären zumindest... Cheesy. Was du auch machst, sei nicht schüchtern. Geh einfach da rein und gib ihm den Lachs. Der knuffige kleine Kerl wird ihn dir direkt aus der Hand fressen. Keine Sorge. Ich glaube irgendwie, dass ich verreckt habe, okay. Bitteschön. Der knuffige kleine Kerl hat alle umgebracht. Bitte schön, Cheeseburger. Nam, nam, nam. Gell, das ist ein guter Bär. Ja, ein guter. Der ist ja richtig putzig. Und wenn wir den Bär dabei haben, der ist doch der Hammer. Der macht doch alle weg. Der hintere, der sechste daran, Cheeseburger zu finden. Okay. Die Mucke passt ja perfekt. Dem gebe ich schon mal eine. Dem gebe ich auch eine. An dem da hinten auch. Oh, er ist nicht weitergelaufen. Boah! Es ist so geil, mit dem Bogen zu arbeiten. Okay, da macht ihr alle um. Ich glaube, ich muss gar nichts machen. Der Bär ist zu krass. Der ist ultra krass. Boah! So, Leute! Oh, shit! Sorry, Bärchen, ich hab dich geschlagen. Hallo. Oh Mann, das ist so sick. Wow, er lebt noch. Bam! Bam! Oh no. Oh fuck, fast das Bärchen getroffen. Was war knapp. Na, beißt ihn mal tot. Sehr gut. Ich glaube, das war's schon. Verdammt! Ich hab gehört, dass du Cheeseburger gefunden hast. Solange er bei dir ist, weiß ich, dass es ihm gut geht. Denk nur bitte daran, ihn nicht mit Cheeseburgern zu füttern. Okay. Weil er Diabetes hat. Gut. Mach ich. Oh, es ist so nice. Das Spiel ist echt der Hammer. Den will ich jetzt auch direkt mit dabei haben, ne? Wir haben ihn jetzt auch dabei, oder? Ja. Er ist jetzt unser Boy. Wenn es nach mir ginge, wärst du schon lange tot. Oh. Aber Joseph hat da andere Vorstellungen. Und er möchte mit dir reden. Und genau das wirst du auch tun. Keine Sorge. Meine Jäger werden dich zu ihm bringen. Nee. Wenn sie eben nicht, weil ich zu krass bin. Oh Mist! Er ist schon wieder hinter dir her. Sei lieber vorsichtig. Diese Jäger können überall sein. Ja, okay, gut, dann sind wir gleich weg vom Fenster. Leute, dann machen wir das in der nächsten Folge, gell? Vielen Dank fürs Zusehen, macht's gut, bis zum nächsten Mal.